Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Und ja, wir sind hier wieder in Millionariatiran, so, ne? Und wir haben hier Abwasserprobleme. Sowas brauchen wir. Haben wir denn, also Geld haben wir anscheinend genug. Wo ist denn hier das Rathaus? Da. Noch wenige Bewohner dazu bekommen. Und dann geht das schon. Ich hoffe, wir kriegen auch mehr Bewohner, ne? Ich glaube, wir sollten vielleicht mal. Wir können nicht mehr ausbauen. Kein Platz mehr. So nah an die Industrie ranbauen sollten wir auch nicht. Wir müssen also hier ein bisschen warten, bis die Hochhäuser da gebaut sind. Dann können wir uns auch sowas hier kaufen. Also wir rüsten das dann auf und dann kaufen wir uns das hier für 64.000. Ja, das dauert noch ein bisschen, aber bald haben wir es bestimmt geschafft. Dauert nicht mehr lange. Man sieht, wie das hier drin bleibt und das zerplatzt dann so. Sehr interessant. Ja, das. Das ist nur ein Baum. Okay, ich dachte, das wäre irgendein Schmutzfleck auf der Straße oder so. Ja, die Leute protestieren schon. Die sollen mal mehr Kinder machen hier, damit wir mehr Einwohner haben. Ja. So, und dann gab es da keinen Ton irgendwie? Naja. So, wir brauchen diese Versorgungsabteilung. Die bauen wir da einfach mal oben drauf. Und jetzt können wir das Ding hier bauen. Ich würde sagen, wir reißen die alten da erstmal ab. Die braucht ja keiner mehr. Die verschmutzen ja nur die Umwelt. Die machen ja eigentlich nichts anderes als das Abwasser aus der Kanalisation in die Umwelt zu pumpen, wie man hier deutlich erkennen kann an der tollen Farbe des Bodens hier. Hier grün und hier fängt die Stadt an, sofort alles schwarz. Was ist das? Irgendwas, okay. Haben wir hier noch mehr von den Dingern? Da hatte ich noch eins hingebaut. Dann können wir den Platz mal für die Industrie benutzen. Natürlich, jetzt muss ich das wieder schließen und wieder aufmachen, damit wir das da bauen können. So. So, gibt mehr Geld. Und dann, wo bauen wir das jetzt hin? Am besten irgendwo, wo wir das voll ausbauen können. Ich mache das einfach mal hier. Naja, das ist zwar direkt neben dem Wohngebiet, aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Naja. Okay, der Wert ist gesunken, dann sollten wir vielleicht mal. Das machen wir später. Wir sollten hier mal so einen Park hinbauen. So einen ganz guten Park und dann geht das bestimmt wieder. Na toll, jetzt ist das Haus da sowieso weg. Dann bauen wir noch einen Park dahin, dann interessiert das keinen mehr, dass das so ein Ding ist. Okay, das reicht aber noch nicht ganz. Jetzt reicht das aber. Oder? Bestimmt, oder? Ich baue mal zur Sicherheit noch so ein Ding dahin. Na, mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal hier Strom, ne? Da bauen wir jetzt kein neues Kraftwerk, sondern so einen verbesserten Generator.
Der kostet weniger und die Verschmutzung ist mittel. Dann reißen wir das alte Ding da ab. Jetzt erzeugt das Kraftwerk, glaube ich, gar keinen Strom mehr, aber wir bauen daher direkt diese neuen Dinger dahin. Das ist mein Kraftwerk, ne? So, und weil wir jetzt zu viel Strom erzeugen, schalte ich das hier einfach ab. Und das hier auch. Dann haben wir, na gut, das lasse ich an. Aber dann haben wir schon mal was auf Vorrat, falls das mal weniger wird. Da ist genug jetzt. So, und hier beim Ding, da haben wir auch genug. Vielleicht können wir da auch eins abschalten. Meine ist wieder. Das ist hier in Echtzeit. Okay. Wieso bleibt das stehen? Oh, das Ding ist überfüllt. Aber jetzt sind doch alle aktiviert. Na gut. Wenn es sein muss. Da, das wird schon langsam dunkel da. Das ist nicht sehr gut. Oder das ist jetzt nur am Anfang so, weil da jetzt erstmal alles reinkommt, was da ist. Dann baue ich das jetzt einfach voll aus. Wir haben ja genug Geld. Und dann deaktiviere ich die gleich einfach wieder, wenn wir die nicht mehr brauchen. Das ist eine gute Strategie, ne? So. Also ich denke mal, jetzt können wir wieder was deaktivieren. Und mal gucken, wie das dann so läuft hier. Jetzt wird es schon gelb. Dann lassen wir das so. Hier ist auch noch alles gut, ne? Ja. Hier läuft das jetzt auch alles. Die brauchen jetzt natürlich mehr Lieferungen. Und das belastet den Verkehr. Dann sollten wir vielleicht bald mal so ein Bussystem bauen. Um den Verkehr zu verringern. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie es hier läuft. Das läuft noch alles sehr gut, ne? Wie ist das hier? Na gut, der Gewinn muss noch ein bisschen höher sein. Dann sorgen wir doch einfach mal dafür, dass das so ist, ne? Ja, ich denke mal, das mit dem Versandding reicht dann aus. Das ist hier ja irgendwo. Da ging das. Hier, so. Ich glaube, das reicht auch aus, wenn man das so macht, ne? Oder hier vielleicht auch, wenn man das... Ne, da kann man noch nicht mehr zur Seite ausbauen, ne? Na gut, dann mache ich das dahin. Und dann einfach hier hinten die Dinger. Da ist schon voll ausgebaut. So, noch eine Fabrik. Und jetzt bauen wir mehr öffentliche Verkehrsmittel. Züge könnten wir auch bauen, aber dazu brauchen wir eine Verkehrsabteilung. Flugzeuge brauchen wir auch eine Verkehrsabteilung irgendwo. Aber das geht, dafür brauchen wir auch eine Verkehrsabteilung, ja. Aber das können wir bauen. Dann bauen wir das einfach hier hin. So, rüsten wir das natürlich direkt voll aus. So.
Jetzt haben wir hier zwei Sachen zur Auswahl. Das hat eine größere Kapazität, aber hier können die Leute parken. Also ich würde mal sagen, wir bauen erstmal die Dinger hier überall hin. Und dann gucken wir mal, wo wir das mit dem Parken machen. Wollen wir ja auch anbieten, dass so ein paar Parkplätze, damit man direkt umsteigen kann, weil das ja dann vielleicht mehr Leute machen. Ich glaube, Geld für verkaufte Fahrkarten kriegt man hier nicht, ne? So, hier ist ja schon alles grün jetzt. Ging ja schnell. Hallo? Ach so. Geht nur auf der einen Straßenseite. Ich weiß zwar nicht warum, aber egal. So, und jetzt hier Parkplätze. Würde ich sagen, machen wir einfach mal dahin. Dann machen wir das nochmal dahin. Und auch da noch sowas. Da passt auch noch eins hin. Und ja, machen wir hier noch eins. Das sollte erstmal reichen, denke ich mal. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie viele Busse losfahren. Da kommen erstmal die Busfahrer mit dem Auto. Jetzt machen die da alles sauber und so. Bereiten alles vor. Tanken bestimmt auch die Busse auf. Einer ist schon losgefahren. Oh, jetzt geht's los. Das konnte ich gar nicht zählen, das ging zu schnell. Die fahren die ganze Zeit hin und her. Jetzt sind sie alle weg. Oder? Ja, kann das sein? Drei Busse standardmäßig. Hier auch. Aber da kann das Doppelte an Sim rein. So. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass sich die Kamera dann die ganze Zeit bewegt. Da kann man ja voll die coolen Aufnahmen machen. Haben wir hier ein Hochhaus oder so? Nehmen wir das mal. So, voll die coolen Aufnahmen, ne? Ja, das wäre doch so eine Hubschrauberaufnahme, ne? Wenn das jetzt brennen würde, könnte man so schön drumrum fliegen und so. Ist schon toll, ne? Was passiert jetzt? Jetzt fliegt er über das Haus rüber. Und jetzt dreht er sich da oben und gleich stürzt er ab. Da, jetzt stürzt er ab. So. Ja, hier steht Wartezeit 27 Minuten. Ich weiß, also das ist wahrscheinlich normal. Also bei mir jetzt in der Stadt sind so 15 Minuten Wartezeit maximal eigentlich. Wenn er dann 5 Minuten Verspätung hat, sind es 20 Minuten. 27 Minuten ist dann schon ein bisschen mehr, aber vielleicht ist es ja noch akzeptabel hier. Besser als gar keine. Und wie ist es hier mit den Straßenbahnen? 58 Minuten, okay. Also wir können noch mehr von den Dingern bauen. Wir hätten sogar ohne diese Industrie noch gewinnen. Kommen die mit den Lieferungen hinterher? Ich denke schon. Und das wird auch höher langsam. Was wollen die jetzt wieder? Mehr Arbeiter. Was brauchen wir dafür? Man braucht ausgebildete Arbeiter und Ressourcen. Steht da nicht, was wir da brauchen. Müssen wir bei der Universität gucken. Da muss man das ja immer freischalten. So.
So. Das ist es alles nicht. Keine Ahnung, wieso es das nicht gibt. Wieso gibt es das da nicht? Naja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Haben wir halt keine Arbeiter. Und waren es billige Arbeiter aus, keine Ahnung woher. Aus der Nachbarstadt. Machen wir da so eine Billignachbarschaft und dann kommen die alle hier hin und arbeiten hier, ne? Da drüben wohnen die dann. Das würde funktionieren. Das sind aber sehr, sehr große Dinger hier. Und hoffentlich explodiert das nicht. Ach so, ich habe übrigens nur 14 FPS, ne? Fällt mir gerade auf. War das die ganze Zeit schon so? Ich hatte doch mehr als 14 FPS eben. Also jetzt 13. Das geht ja immer weiter runter. 12. Nur weil ich alles auf Ultra gestellt habe, das hat doch eben noch funktioniert, oder nicht? Ich kann ja mal eine Sache reduzieren. Wie wär's denn mit Geometrie auf Mittel? Okay. Nee, das hat nichts gebracht. Wie wär's mit Geometrie auf Hoch und dafür Schatten auf Hoch anstatt auf Ultra? Das hat auch überhaupt nichts verändert. Wie wär's mit Schatten auf Ultra und dafür Animationsdetails auf Mittel oder Licht auf Hoch? Mal gucken, ob das was ändert. Nö. Ja, dann stelle ich wieder alles auf Ultra und gebe auf. Weil was soll ich hier noch ändern? Texturen auf Mittel. Schatten hatte ich schon. Ich glaube, das ist das Letzte, was übrig bleibt. Nee, das bringt auch nichts. Ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht liegt das ja auch nicht an der Grafikkarte, sondern am Prozessor. Vielleicht muss er hier alles berechnen. Oder vielleicht macht der PC wieder irgendwas im Hintergrund. Naja, die Folge ist jetzt in 2 Minuten zu Ende und dann... Ne, die ist ja schon zu Ende. Egal. So. Irgendwie mache ich in letzter Zeit immer lange Folgen, ne? Zumindest bei Skill Special Force 2. Boah, ist das viel Rauch. Naja. So, schnell wieder atmen. Ach so, die Dinger sind ja aus, ne? Finde ich gut, dass man das sieht. Und das hier ist so dunkel. Dann wird das mehr genutzt als die anderen. Und die sorgen dafür, dass das da läuft. Ich denke mal schon. Ja, ich wollte da nicht klingeln, tut mir leid. Oh, da brennt's. Wieso gibt das jetzt nicht? So. Okay. Ich glaube, das ist verlassen. Ist ja komplett kaputt hier. Hier ist ja sogar die Mauer durchgebrannt. Bei denen brennt's wohl. Na gut, dass das nicht giftig war. Es gibt doch hier so, so komische Fabriken, die dann so explodieren können, wenn man nicht die Feuerwehr aufrüstet, indem man bei der Universität sowas macht, ne? Das war doch hier... Moment. Das war... Das ist ja auch nicht hier. Aber das gibt's doch. Oh, das gibt's doch gar nicht. Warum fehlen denn da Sachen? Muss ich das erst ausbauen oder... Oh. Hä?
Ach so, ich dachte das. Wieso war das jetzt ein anderes Geräusch? Aber das war nur so. Naja, dann würde ich sagen, wieso hängt das manchmal so? Was macht ihr denn da? Aber da fehlen immer noch Sachen. Müssen wir noch weiter aufrüsten? Naja, dann machen wir das irgendwann mal. Aber in dieser Folge nicht mehr. Und ich sag dann, was? Acht Trümmer. Oh, was? War das von letztes Mal wegen der Katastrophe? Nee. Die sind eingestürzt, weil die zu billig waren. Da hat wieder eine billige Firma irgendwas gebaut. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Video.